Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Wie sie dann ja, jemand anfängt. Quatschen. Ich habe offscreen das Fleisch hier gebraten. Und ja, jetzt will ich mal Konstantino fragen, was ich tun muss, um sein Lehrling zu werden. Was muss ich tun, damit du mich als Lehrling aufnimmst? Ich will nicht noch einen Dilettanten auf dem Gewissen haben. Es gibt eine Vielzahl von Kräutern, die in den unterschiedlichsten Variationen die unterschiedlichsten Wirkungen entfalten. Vermutlich kennst du nicht mal die Hälfte von ihnen. Na. Hier, das ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen. Bring mir eine Pflanze jeder Art und ich werde nochmal darüber nachdenken, dich als Lehrling aufzunehmen. Immerhin. Nee, ich möchte nicht woanders anfangen, ich möchte hier anfangen. Was kann er mir denn verkaufen? Zeig mir deine Ware. Kann er mir vielleicht die Pflanzen, die er sucht, mir verkaufen? Nein, kann er nicht. Da haben die Entwickler wohl mitgedacht. Und da kommt die Musik, hab mich gerade schon gefragt. Das hier ist nämlich eine neue Aufnahme. Das habe ich dann wohl schon gelesen. So. Ja, genau. Ich möchte ein Level aufsteigen, damit ich Fälle abziehen kann. Damit ich bei Bossbar mich einschreiben kann, damit der mir zustimmt. Und ich habe mir nochmal überlegt, dass ich ja jetzt diese Lederrüstung habe. Und jetzt sollte ich eigentlich in der Lage sein, mich mit dem Typen bei der Bar im Hafen wieder anzulegen. Bei der Kneipe. Der mich ja verprügelt hat und mir mein Wolfsmesser abgenommen hat. Die Sau. Ja. Deswegen würde ich da jetzt gerne mein Wolfsmesser zurückholen. Und dann würde ich ja mit Valentino verprügeln. Und spätestens dann sollte ich eigentlich genug Erfahrung haben, um aufzusteigen. Die Probleme habe ich kaum selten. Und dann kann ich endlich mit der Aufnahme hier weitermachen. Also mit der Aufnahme im Ding hier als Bürger, als Lehrling. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Na war. Ja, das ist gut. So muss das sein. Beklaue ich ihn? Was passiert dann? Er hat einen Apfel. Ja, den möchte ich. Und den Ast lasse ich ihm mal. Den brauche ich nicht. Ich hätte aber gerne mein Wolfsmesser wieder, denn damit habe ich 3% höhere Chance auf kritische Treffer. Und es macht auch noch 5 Schaden mehr, wenn es dann trifft. Sehr schön. Und damit fühle ich mich gerüstet. Auch noch 60 Erfahrungspunkte. Damit fühle ich mich gerüstet, mich mit dem Typen da drüben anzulegen. Valentino müsste das sein. Der ja letztes Mal so ein bisschen... Ja, aber die haben sich ja einige Leute beschwert. Davor würde ich mich aber natürlich nochmal eine Runde heilen. Da fehlen mir jetzt 10 Lebenspunkte. Und Moment, bevor ich mich jetzt heile und irgendwelche Pflanzen hergebe, schaue ich mir mal die Kräuterliste an. Okay, die 3 Heilteile, die 3 Feuerteile, Goblinbeere, Drachenwurzel, ist ja gerade viel genau. Ich gucke mal, was ich alles habe. Ich habe Goblinbeere, ich habe Waldbeere. Die 3 Heildinger habe ich. Feuernessel, Feuerkraut. Da fehlt mir wohl dann die Feuerpflanze, oder wie hieß die? Die erste? Feuernessel, genau. Feuernessel fehlt mir. Und ich habe Goblinbeere und Drachenwurzel, oder? Was ist das hier? Drachenwurzel, Goblinbeere. Waldbeere brauche ich keine, oder? Nee. Dann brauche ich noch ein Snapperkraut, Feldknöterich und Kronstöckel. Feldknöterich habe ich. Wunderbar. Snapperkraut habe ich auch. Dann fehlt mir eigentlich nur noch Kronstöckel und die Feuernessel. So, und meine 10 Lebenspunkte, die hole ich mir jetzt. Zum Beispiel mit den beiden Waldbeeren. Denn die will er ja nicht. Wie haben sich gerade vermehrt? Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Wie hat sich gerade vermehrt, die Waldbeere? Ich weiß nicht. Und der Brief ist von einem... Das ist keine Liste, die er geschrieben hat. Das ist von Zuris eine Liste. Wer ist denn Zuris? Vermutlich ein Kräuterhändler, würde ich mal annehmen. Aber jetzt würde ich erstmal Valentino sein großes Maul verprügeln. Hey, du! Na, was bist du denn für einer? Hast du keine Manieren? Ist ja ekelhaft. Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest? Aber ich glaube, so einen Runtergekommenen wie dich vermisst keiner. Was? Tja,
Wenn du mal so viel Gold hättest wie ich, müsstest du auch nicht arbeiten. Aber so reich wirst du nie sein. Ich merk schon, mit dir werde ich mich noch amüsieren. Ich habe dich gefragt, wer du bist. Ich bin Valentino, der Schöne. Lebenskünstler und Schürzenjäger. Arm an Sorgen, reich an Weisheit und Gold. Und die Frauen liegen mir zu Füßen. Hast du Probleme? Dann halt sie fest. Ich kann sie nicht gebrauchen. Ach, ist das schön. Den Typen muss man doch einfach mögen, oder? Habe ich mein Wolfsmesser angelegt? Ja, habe ich. Sehr schön. Hey, du. Ich fürchte nämlich, wenn ich hier so weitermache, wird er mich gleich verprügeln wollen von sich aus. Ich muss dir wohl mal Manieren beibringen. Macht mir nichts. Du kannst mich ruhig verprügeln. Wenn ich morgen aufstehe, wird's mir wieder gut gehen. Aber du musst mit deiner Visage ein Leben lang rumlaufen. Das ist ja böse. Hast du mir noch was zu sagen? Mach dich beliebt, verspreche niemandem etwas, nimm dir, was du kriegen kannst und pass auf, dass du dich nicht mit der Miliz anlegst. Oder natürlich mit eifersüchtigen Ehemännern. Die sind die schlimmsten, sag ich dir. Ich sehe schon, der Valentino ist jemand, den man einfach mögen muss. Das ging jetzt bisher erstaunlich gut in dem Dialog. Ich dachte, er wird mich angreifen. Wow, oh Mann. Leg dich nie wieder mit mir an. Ach, Mist. Danke für das Gold. Ach, nö. Ach, nö. Nicht das Gold. Ich hab eh schon so wie... Ah, verdammt. Das hat ja super geklappt. Ich habe jetzt aber keine Lust, schon wieder mein Schwert herzugeben. Und vor allem das ganze Gold. Ich habe eh schon so wenig, weil ich ja so viel gespendet habe bisher beim Innos-Schrein. Leichtsinnigerweise in 50er-Schritten. Mittlerweile weiß ich, ich muss in 100er-Schritten spenden. Gut. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja mal in die Questliste schauen. Pflanzen für Constantino, genau. Vermisste Leute... Ja, das hängt halt alles jetzt daran, dass ich endlich noch eine Stufe aufsteige. Da komme ich noch nicht hin, da bin ich noch zu schwach für. Ich könnte Garvel, ich habe ja mittlerweile einiges rausgefunden, dass die Paladine zum Beispiel, wie war das? Die Paladine sind unten und bewachen den Minenpass und deswegen hat man hier in der Stadt nichts zu befürchten und so. Vielleicht ist das ja die Art von Information, die ihr hören möchte. Deswegen werde ich mich jetzt mal zum Hafen runterbegeben. Und ich schätze mal, wenn ich dem Informationen verrate, werde ich ein bisschen Erfahrung dafür bekommen. Und mit ein bisschen Glück sollte das dann ausreichen, zu leveln. Und dann kann ich endlich das tun, was ich schon seit einiger Zeit tun wollte. Nämlich endlich Fälle abziehen lernen und mithilfe von dem alten... Azubi oder Lehrling von Bospa. Das hat er doch vorher gewusst. Jagen gehen und ich hoffe, dass dabei dann auch ein Ork abfällt. Eine Orkwaffe für mich, die ich dann Harad geben kann. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst Meine du? Meinung will ja keiner hören. Das hätte doch besser die Zustimmung von Matteo habe ich ja schon. Ich weiß gar nicht, warum und er sich so noch mehr ärgert. Genau, da muss ich ja noch die Pflanzen sammeln. Gabel. Hey. Ich habe Informationen über die Orks. Yeah, 50. Lass hören! Sie sitzen im Minental fest und dort werden sie wohl auch bleiben. Zur Sicherheit lassen die Paladine den Pass bewachen. Gut, wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Was den Ork vor der Stadt angeht. Yeah. Ja. Mach dir über ihn keine Gedanken. Die Stadtwache wird sich um ihn kümmern. Gut, wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Yeah. Oh, dem fehlt auch jemand, stimmt. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. ja, vielleicht. Wann hast du Monty das letzte Mal gesehen? Er ist schon mindestens 2 Tage nicht mehr zur Arbeit erschienen. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Bestimmt. Und ich vermute, das hier ist eine Quest, die ich auch lösen kann. Einfach in Ruhe, okay? Ja,
Ja, ist ja gut, ist ja gut. Hast du vielleicht ein paar Informationen für mich? Ich brauche Informationen. Vermisste Bürger, sehr schön. Was weißt du über die vermissten Bürger? Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier im Hafen. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Coragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt vielleicht das eine oder andere mit. Der Fischhändler Halvor unten am Kai könnte auch was wissen. Viele Leute gehen regelmäßig zu ihm. Kavalorn, interessant. Bei dem war ich ja gerade vorhin in der Kneipe. Das war die unrühmliche Geschichte mit Valentino. Hey, du. Was ist das denn? Was machst du hier? Was soll man hier schon machen? Ich trinke. Aber wenn du meinst, was ich so den ganzen Tag treibe, ich veranstalte Kämpfe. Kämpfe? Du veranstaltest Kämpfe? Jeden Tag von mittags bis abends. Hinter dem Lagerhaus im Hafenviertel. Trautes Heim, Glück allein. Okay, da werde ich mal bei Gelegenheit vorbeischauen, wenn ich mal ein bisschen besser im Kämpfen bin. Jetzt bin ich aber erstmal eine Stufe aufgestiegen. Und dann möchte ich auch gleich zur Tat schreiten. Und kurz zur Bossbar gehen. Und dann kann ich ja eigentlich auch schon loslegen mit dem Jagen gehen. Ja, warum eigentlich nicht, ne? So, genau, das da. Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Was ist los? Gut. Hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. So, und soweit ich weiß, habe ich immer noch keine Möglichkeit gefunden, hier vernünftig in der Stadt zu übernachten. Ich glaube, ich habe mal, am Hafen drüben, aber das ist ja so ewig weit weg. Deswegen würde ich mal gerne hier mit dem Typen mal reden, denn der hat die eine Gesprächsoption. Wo kann ich übernachten? Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Ah, ja, das ist ja interessant. Ich kann jetzt mal versuchen, ob er mich hochlässt. Ich habe immerhin schon die Lederrüstung. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladine. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Ach, Menü. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Na gut. Hör zu, die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt. Auch ohne, dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachenangst machen. Den letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenentransport ins Minental geschickt. Also hüte deine Zunge. Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Ja gut, das sehe ich ja ein. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Ja, so ist Diego. Das mit dem Auge Innos spreche ich mal lieber nicht an. Aber ich kann mir bei der Gelegenheit ja nochmal die Regeln der Stadt erklären lassen. Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Ach, Menü. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Wie werde ich den Bürger? Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Genau, und das ist der ganze Grund, warum ich hier... Ich muss weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Alles klar. Dann erzähle ich das erst rum, sobald ich mich mit dir anlegen kann. Damit ist auch klar, warum ich hier Ausbildung machen will oder
Lehrling werden möchte bei einem der Händler hier unten. Bei einem der Handwerker. Weil ich dann Bürger der Stadt bin und dann kann ich ins obere Viertel und dann kann ich zumindest näher an Lauthagen ran und endlich mal die ganze Geschichte, weswegen ich ja eigentlich hier bin, ne, mit dem Auge Innos und so, in Angriff nehmen. Das ist mal wieder typisch. Aber dafür muss ich natürlich erstmal hochgelassen werden. So, und das hier ist die Kaserne. Und war das ja nicht das Hotel? Herberge zum schlafenden Geldsack. Na, das klingt doch sympathisch. Ah, Kundschaft. Was kann ich für dich tun? Ich brauche ein Zimmer. Ich suche ein Zimmer. Da bist du hier richtig. Einer der Paladiner hat mir gesagt, ich könnte hier umsonst übernachten. Ja, ja. Geh einfach die Treppe hoch. Wir haben noch ein oder zwei Betten frei. Okay. Warum bezahlen die Paladine das alles? Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Ich denke, zum einen wollen sie die armen Schlucker von der Straße holen, damit die keine Dummheiten machen. Und zum anderen wollen sie sich mit den fahrenden Händlern gutstellen. Jetzt, wo die Bauern sich auflehnen, sind wir auf die Versorgung durch die Händler angewiesen. Ja, außerdem, denke ich, wollen sie die Stimmung in der Stadt ein bisschen anheben. Lord André hat ja auch angeordnet, dass am Galgenplatz Freibier ausgeschenkt wird. Das klingt schon überzeugend. Andererseits klingt sie auch nicht so begeistert davon, dass halt die ganzen Leute hier bei ihr übernachten. Wer übernachtet hier zurzeit? Es sind fast alles fahrende Händler vom Markt. Und ich. Aha. Denk nicht mal dran, dich an ihren Sachen zu vergreifen. Ich will ja keinen Ärger haben. Ich bin wohl nicht der Erste. Oder ich wäre nicht der Erste, der hier... Ich habe ein paar Fragen zur Stadt. ...Probleme macht. Erzähl mir was über die Stadt. Auch wenn es im Moment nicht so aussieht, ist Korinis eine der reichsten Städte des Königreichs. Doch seit dem Krieg mit den Orks ist der Handel fast komplett zum Erliegen gekommen. Der König hat die gesamte Handelsflotte in den Kriegsdienst beordert, sodass zurzeit kaum noch ein Schiff im Hafen anlegt. Das Angebot an Waren ist daher zurzeit sehr knapp und viele Bürger der Stadt sind sehr besorgt. Keiner weiß so recht, was die Zukunft bringt. Wir können eigentlich nichts anderes machen, als abzuwarten, was passiert. Ändern können wir sowieso nichts. Moment, warte mal. Ich habe ein paar... Nein, nicht die Stadt. Kaufen. Wo kann ich hier was kaufen? Der Markt ist direkt vor der Tür. Dort solltest du eigentlich alles bekommen. Auf der anderen Seite der Stadt gibt es noch ein paar Läden und Handwerker. Die meisten sind in der Nähe vom anderen Stadttor. Ansonsten gibt es im Hafenviertel noch einen Fischhändler. Er hat seinen Laden direkt am Hafen. Du wirst ihn schon finden. Ja, das denke ich auch. Hallwurm müsste das dann gewesen sein. Alles klar, gut, vielen Dank. Hanna? Oh, eine Tür. Gut, dann werde ich mich hier mal... in diesem doch sehr gemütlichen Schlafsaal zur Ruhe legen. Da ist Sarah. Wer ist Sarah? Ist das nicht eine Händlerin? Baltram ist ein Händler. Jora ist ein Händler. Harkon ist, glaube ich, auch ein Händler. Ja. Kann ich mir... Ja, Blödsinn. Ich kann den nicht beklauen. Hier ist noch nicht mal Truhen. Ich schnappe mal das Bett hier direkt am Kamin. Das sieht mir gemütlich aus. Und jetzt werde ich dann bis zum nächsten Morgen schlafen und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.